Ja, liebe Studierende, auch das Seminar Kleine Textform möchte ich sehr gern abschließen mit einem kurzen Überblick über Ihre Ergebnisse, die Sie in diesem Semester im Seminar erbracht haben und Ihre Leistungen. Vielleicht ganz kurz vorweg, ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Engagement bedanken, für die Bereitschaft, sich auf die doch sehr veränderte Lehr- und Lernsituation im Sommersemester einzulassen. Und auch wenn, so war heute das Feedback von einigen, man manchmal vielleicht nah an der Überforderung war, so ist es vielleicht aber doch so, dass Sie aus diesem Semester etwas mitgenommen haben und dass für Sie die Einführung und das Einüben in digitale Präsentationsformate ein Gewinn war, den Sie weiterhin nutzen können, zum Beispiel im Studium, im zukünftigen beruflichen Umfeld oder wenn das zukünftige berufliche Umfeld das der Schule ist, dann auch konkret mit Schülerinnen und Schülern in ihrer zukünftigen Tätigkeit. Ja, neben dem Seminar Barrierefreie Kommunikation habe ich auf dem Blog Linguistische Werkstattberichte, kurz LingDrafts, einen Artikel angelegt und in diesem Artikel stelle ich Ihre Ergebnisse zusammen, die Sie dankenswerterweise zur Verfügung gestellt haben. Und in diesem kleinen Abschlussvideo interessieren mich natürlich die Ergebnisse des Seminars Kleine Textform. Sehr überrascht war ich, im Vergleich zur barrierefreien Kommunikation sind die Präsentationsformate hier in den kleinen Textformen doch sehr viel eindeutiger in Richtung Video gewandert, also Video zur Präsentation. Und wir haben hier begonnen mit einer Präsentation zu den Postkarten, die, glaube ich, vielen Dank noch einmal dafür, Maßstäbe gesetzt hat für die Bereicherung oder für die Präsentation im Seminar von Daria Romanova, Nicoletta Graziun und Melissa Weber. Wir sind dann weitergegangen zum Thema Werbung und hier besonders zur narrativen Struktur in Werbungen, die in kleinen Texten die narrative Struktur unterstützen, miterzählt werden, meist auf kulturellen Artefakten. Und haben uns das hier exemplarisch an einem Werbespot von Edeka angesehen, von Alexander Bertel und Robert Schuppe. Dann, ja genau, die dritte beteiligte Person möchte nicht namentlich genannt werden und dem komme ich hier gern nach. Diejenige, die gemeint ist, weiß das sicher zu schätzen und auch die Gruppe. Dann haben wir in einer sehr interessanten Präsentation uns mit dem Thema Comics auseinandergesetzt. Katrin Gemser und Tina Müller haben anhand eines Comics die Funktionen von Comics erläutert und haben hier eigene Comics angefertigt, die sie in der Präsentation dann zur Verfügung stellen. Für alle diejenigen, die das nutzen, darf ich bitten, die Präsentation zu maximieren, hier über diese Funktion, um die Kommentare zur Erläuterung zu sehen. Ich habe mehr gelacht, als ich sollte, bei der Präsentation von Memes und zwar wegen der sehr humorvollen Reaktion auf Versprecher in dieser Präsentation, nämlich den Wechsel zwischen Text, Moment, jetzt muss ich selber überlegen, Text interstrukturell und intertextueller Verknüppung von medialen Entitäten. Also vielen Dank noch einmal dafür, Anne Klenner, Tabea Knups und Ramona Colozzi. Instagram war tatsächlich ein wirklicher Schwerpunkt in diesem Seminar. Hier sind ganz verschiedene Arbeiten entstanden dazu, nämlich einmal die Vorstellung Instagram als Ausgangspunkt für weitere Forschungsarbeiten, also im Kontext zum Beispiel von Exposés von Fritzi Gläubig, Verena Müller, Virginia Schnedelbach und Stefanie Teschner, die ihren Teil zum Hashtag Stefanie noch einmal separat eingesprochen hat als Video, während die Gesamtpräsentation mit einem Audiokommentar versehen ist. Wir haben uns hier aber gegen die Einbindung in einen Podcast entschieden. Das war eher die Variante, die die Studierenden im Seminar barrierefreie Kommunikation gewählt haben. Und dann noch einmal auch ausgelagert das Thema Instagram von Verena Müller. Und heute haben wir das Seminar abgeschlossen mit Fragen zur maschinellen Genese kleiner Texte. Das heißt,
Welche automatischen Routinen sind jetzt schon am Markt verfügbar, um zum Beispiel Zusammenfassungen zu generieren? Mit diesem Thema, durchaus experimentell, hat sich Maximilian Lippert auseinandergesetzt und damit den Kreis der Präsentation im Seminar Kleine Textform abgeschlossen. Sie wissen, dass das Seminar ursprünglich geplant war als Tandem-Seminar mit dem sprachdidaktischen Teil von Annette Pollack. Da ist übrigens diese Präsentation von Verena entstanden. Und wir hatten gehofft, dass wir hier sehr viel stärker miteinander ins Gespräch kommen können und die Inhalte unserer beiden Seminare miteinander verzahnen. Das war jetzt aufgrund der äußeren Bedingungen leider nicht in dem Umfang möglich, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir überlegen aber, wie man das Format weiterentwickeln kann und nehmen auch eure Anregungen mit auf, dass man zum Beispiel, wenn man im digitalen Raum so einen Tandem plant, doch etwas mehr Zeit zwischen den einzelnen Seminaren platziert, sodass sie nicht in direkter Abfolge stattfinden, was dann nur zu sehr engen Pausenslots führt, wenn der eine dann doch mal überzieht, was in dem Zweifall leider immer ich war. Ich wünsche euch, dass ihr mit Gewinn auf das Seminar zurückblickt, vieles davon mitnehmen könnt für eure weiteren Seminare, Studienleistungen und eure spätere berufliche Tätigkeit. Hoffe, dass ihr jetzt nach der Prüfungsphase in eine verdient und hoffentlich ruhige, vorlesungsfreie Zeit geht, in der nicht allzu viele Prüfungsleistungen auf euch warten. Im Hinblick auf das nächste Semester darf ich euch versprechen, das war eine der wesentlichen Rückmeldungen in den Evaluationen, dass wir uns bereits jetzt Gedanken machen zur Konzeptualisierung der Lehre im Wintersemester und im Verlauf des Augusts, so denke ich, zu einem belastbaren Konzept kommen, mit dem wir in die Lehre starten. Richtet euch bitte darauf ein, es könnte vorwiegend digital realisiert werden und inwieweit wir Präsenzformen realisieren, wird jetzt in den nächsten Wochen auszumachen und auszuhandeln sein. Jetzt hoffe ich, dass ich keinen der mir wichtigen Punkte vergessen habe. Ach ja, eines noch. Die Feriensprechzeiten habe ich im Etherpad in der Matrix-Gruppe verlinkt und die schriftlichen Arbeiten sind bis 15.09.2020 einzureichen, gerne auch in digitaler Form. Und wenn ihr Verlängerungen braucht, dann beantragt die bitte rechtzeitig via Formular bei eurem jeweiligen Prüfungsamt. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Und ich bin ganz herzlich euer und wer noch zugeschaut hat, ihr Alexander Lasch.